So, hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zum Daily Ranking. Heute mal wieder ein Atlas Reactor und wieder im Duo mit Marvin. Guten Abend. So, und hoffentlich läuft das besser. Ich hatte nämlich gerade schon versucht, eine Runde aufzunehmen, solo, und die ging komplett nach hinten los. Und da dachte ich mir, vielleicht fragst du mal, wie man mitspielen will. So, und Kita ist jetzt der Standardbann. Echt, mittlerweile. Ja, Quark und Kita. Jo, sind beide gewandt. Also zumindest haben wir das die Runden davor so gemacht, gerade eben. Also, ich habe schon eine Runde komplett durchgepickt und gebannt und dann eine Runde gepickt und gebannt und gespielt, weil die andere brach ab, wo ich schon den Ladebildschirm gesehen habe mit der Meldung, jemand ist aus der Queue gefallen. Okay, die wollen also beide. Willst du lieber Frontline oder lieber Support spielen? Schnell. Eher Support. Okay. Wen spiele ich da jetzt? Den spiele ich. Kätzchen. Mann, Bär, Katze, ja. Die muss ich wenigstens nicht umdingensen. Skins, die wollte ich. Ach komm, wir machen mal hier wieder Horrorkatze. So. Irgendwie alle random Mitspieler spielen immer Firepower. Gerade eben war auch sehr viel Salt zwischen den Teammates vorhanden, deswegen habe ich mir gedacht, muss man vielleicht nicht unbedingt hochladen. Da wurde ziemlich Zu viel, viel Salt. ja, ziemlich viel rumgeflamed, von wegen, ich mach doch meinen Job, ich bin voll gut und ihr seid alle Kacke und ihr seid alle total behindert. War ein bisschen Quatsch. In der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Kann man nur hoffen. Ich meine, ich bin jetzt dabei, also haben wir einen Idioten weniger. Einen Hoffentlich. potenziellen Idioten weniger. Zumindest ein Flamer weniger. Was haben die denn? Nix ist auch so ein typischer Pick. Er ist aber halt echt gut. Wenn er gut gespielt ist, ja. Ja. Wobei, ich hatte vorhin wieder ein Gegnerteam in Nix, der hat wieder den Doppeltrap-Version genommen. Dann ist fies. Ich Da hilft weiß man nicht, meistens nicht mit. ich finde die gar nicht so stark, weil die Trap ist ja trotzdem weg, wenn einer durchgesprungen ist. Und dafür hast du dann deine Runde verbraucht. Finde ich irgendwie nicht so geil. Ich benutze die Trap eigentlich nur, wenn ich sonst nichts treffen kann. Ach, so ein Fail-Skill. Ja, wenn ich halt nicht direkt schießen kann als nix, was ich eigentlich immer versuche, weil ich dann mehr Damage mache, dann die Trap rein und dann kann ich immer noch rumlaufen. Warum hat denn der Nix so einen goldenen Rahmen? Heißt das, der hat Nix schon auf Master gespielt? Ich befürchte mal ja. Das sieht so verdächtig nach Master-Rahmen aus Team is für, du ready. hast den schon auf Level 20 gespielt. Da hat jemand viel Zeit in Nix gesteckt. So, da. Ich weiß nicht, ob ich direkt Full Ham gehen will. Wenn ihr so weit hinten bleibt, wahrscheinlich nicht. Bleiben sie alle so Ich muss weit mich so hinten. hinstellen, dass ich Energie farmen kann. Ob sie dashen wird? Möglich. Wahrscheinlich schon, oder? Sie hat sich so komisch hingestellt. Sie wird wahrscheinlich dashen und dann dahin gehen. Ich komme gerade nicht ran. Ja. Lauf ich halt dahin. Watch out for me. So Da könnte ich durchlaufen. Let's make Die Falle liegt ein bisschen doof. Ja, Can you keep finde ich mich gedasht. Oh, sie dasht sogar auf mich. Frechdachs. Oh, jetzt ist der Dash schon weg. Oh nein, ich hab getroffen. Alles Ups, geplant. random Hit. Alles geplant. Ja, okay. Aber ich nehme halt die Falle mit. Genau. Oh, guck mal. Ist doch schön. Nein! Ich kann es nie sehen. Können sonst beide treffen. Wen? Was? Beide treffen? Ich kann wieder dann und einschmeißen mit der Wolke. Schau mal kurz ab. Ich möchte nicht unbedingt reingepult werden, finde ich nicht so geil. Ich stehe kurz hinter der Wand. Ja. Und sie ist schon gedasht, von daher. Ist ja gut, dass ich sie von euch weggenommen habe. Alles geplant. Ja. Theoretisch alles Nano geplant. Magic.
Ach nee. Keeping this one under wraps. Zweite Falle nicht mitnehmen. I cannot be stopped! Immer nur weakened. Wow. Er steht halt echt dort hinten. Ich glaube, ich habe nicht viel gewonnen mit meinem Dash gerade. Meine Fresse, nehmen die uns gerade auseinander. Ich glaube, du möchtest ihn hier haben. Theoretisch schon, ja. Okay, wenn du ihn eh schon wegwirfst, brauche ich ihn nicht noch wegwerfen. Ich bin geweakt, stimmt. Ich will nicht nochmal durchlaufen eigentlich. Du tue dies nicht. Ja, nix könnte mich halt jetzt nur, wenn er dort weitergelaufen ist, könnte nix hier hinten stehen oder so. Hot to the touch. Dankeschön. Steht da ganz rum, mal aber das Schild. Keiner ist da. Keiner will vor allem auf sie draufhauen. Ja, ich sag ja nichts, steht da unten. Ah, der haut drauf. Red does not go with this outfit. Let's play a game of tag. Das Gefühl, Grey gewinnt. Ich glaube, ich habe ein paar Probleme. Ich würde sie wegwerfen von dir, wenn das für dich okay ist. Ja. Aber nur, wenn das für dich okay ist. Ja, das wäre sehr in Ordnung. Kann ich nach oben laufen, dann ist sie ganz weit weg. Ich komme nämlich gerade so ran. Adapt or die. Mehr Schilder. Da ist der. Oh, er schießt aber nicht auf mich. Außer er hat die Free Action Mod drauf. Nee, hat er nicht. My blade strikes. Ja, der hat die Hits All Targets Mod drauf. Ja, hat sich schon fast gelohnt. Hä? Sie haben geändert, wie man die Overcons macht. Warum tun die sowas? Weiß ich nicht, haben sie geändert auf jeden Fall. Jetzt bist du aber dran, Nix. Jetzt bleibe ich an dir dran. Du hast noch 3 Runden, bis du wieder unsichtbar wirst. Wie macht man denn jetzt Overcons? Frech. Ach, hier unten. Rechts unten ist das jetzt. Da. Okay. War aber vorher ein bisschen zu sehr versteckt. Warum dasht man in das Ding rein? Verstehe ich nicht. Okay, das sieht ja schon sehr okay, aber warum da rein? I'll give you one shot. Sehr gut. Warum ist nichts jetzt. Nee, ich wollte sagen, warum ist nichts jetzt unsichtbar? Mich gerade wundern. Rampage! Problem ist, dass ich ein bisschen wenig Leben habe. Aber ich habe keine nächste Runde dashen und habe dann meine Ulti. Nächste Runde kann ich ja wieder heilen. Watch your step. Zu dem will ich dann vielleicht nicht so sehr hindashen. Nächste Runde. Ich hätte mal die Might grabben können. Oh, mein Gesicht. Sehr schön. Run 'em down. Nicht so schön. Ja, nix. Nimm mich mit. Dankeschön. Jungs. Ich muss nur kurz darauf hinweisen. Ich weiß noch nicht, wo ich hin. Der möchte da hochtaschen. Ich mach trotzdem mal dahin. Ich
Okay, macht ein Shield. Macht er seine Wand wieder im Weg? Nee, sehr gut. Da will ich nämlich nicht hin. Okay, er ist auch ausgewichen. Aber sie hat dafür dann Quatsch gemacht. Ich flieg nicht rein. Nee, ich flieg nur auf die andere Seite. Gut, dass du nicht durchgezogen wurdest. Oh, guck mal. Da ist durch beide Suppen durchgelaufen. Jupp. Aber er hat halt immer seine Ulti, ne? Ich würde sie zu dir hochwerfen. Wäre das okay für dich? Dann musst du nur weglaufen. Ja, das ist, wie es angeht. Da müsste sich jemand das holen, möglichst schnell. Celeste, das wäre deine Aufgabe. Oh, ist neben mir. Aber ich glaube, dann werfe ich... Komme ich bis zu ihm? Weiß ich gar nicht. Ich sehe es nicht mehr. Dich kriege ich zum Glück nicht. Submit to me. Schade, nicht getroffen. Oh man, that feels good. I bet this makes you angry. I like it. 9. Runde und es ist immer noch keiner gestorben. Das ist schon hart. Ja, aber die hat. Warum hat Gray nicht getroffen? Also niemanden getroffen. The edges are fraying. Sind wir alle 2 auseinander? Nein! Kann ich wohl nicht ulten. Muss ich nächste Runde ulten. Nein, halt. Ich will das Ding mir holen, bevor sie da irgendwie drauf der so eine Scheiße macht. Help me, I may help you. Ich komme gerade nicht zu dir, tut mir leid. Nächste Runde mache ich Heilung und renne wieder zurück. Er hat da sein blödes Schild, warum soll ich ihn jetzt angreifen? Ist das Quatsch? Achso, weil sie ihn töten will. Okay, damit ist sie irgendwo hier in dem Bereich gelandet. Sie ist nämlich unsichtbar geworden. Oh, tschüss. Sorry. Ist erst gestorben. Ja, halt eine Support-Rolle sozusagen. Hat man doch dann immer solche Situationen. Gray ist aber auch irgendwo dort. Nein, ich will nicht da reinlaufen. Das ist dumm. Kill them all. FF. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Warum sind jetzt alle immer so salty von wegen? Die haben es nicht gemacht, was ich gesagt habe. Sie hat mich angegriffen, wo ich hingepinkt habe. Das ist das gute Blame Game. Mortality holds no sway on me. Der holt sich halt jetzt das da unten. Naja, ich versuche mal da runter zu kommen. Oh, jetzt läufst du so. Verdammt, sorry, jetzt stehst du dann vorne. Alles gut. Mann, tut die weh. Aua. Ich komm nur an sie ran. Achso, deswegen hast du gesagt, alles gut. Er dasht mit seiner Ulti durch sie durch. Ja, falls sie überlebt, glaube ich mal hinterher. Hey, erwischt aber nicht, ne? Der steht schon drauf auf der Heilung. Ja. Going in guns blazing. Das wollte gesagt, das zählt nicht als direkter Damage, aber doch zählt. I'll stick you like a pig. Cyclone shot. Ach, jetzt hat er mich auch geslowt, oder? Ja, ich hab mich gar nicht geslowt. Nett. Aua. Sehr schön. Oh, ich hab ihn doch getroffen. Oh, das war dann wirklich die letzte Ecke noch, die auch möglich war. Oh, Heilung.
Ich kann sie wieder wegwerfen, wenn sie nicht springt. Mal sehen, wo sie hinfliegt. Gib euch mal Might. Und wenn ihr alle hier oben bleibt, dann sollte ich vielleicht auch hier oben bleiben und nicht darunter hinterher rennen oder sowas. Und wir können halt jetzt wieder voll die Nix-Ulti abkriegen. Dankeschön. Ne, die Nix-Ulti hab ich doch auch gekriegt schon. Also recht aus. Let me show you how it's done. Warum nimmt unsere Celeste die Power-Ups nicht? Bet you didn't see that coming. Ein bisschen doof für eine Celeste. Die Power-Ups einfach zu ignorieren. Ja, ich mach 15 Damage. Ah, oh, da kann ich mir eine Heilung holen. Someone's in for a treat. Mann, Celeste, benutzt doch mal ein bisschen deine Hände auch für die Power-Ups. Sonst kriegen das alles die Gegner. Wenn wir stehen, ist doch kacke. Oh, schießt wenigstens in Deckung. Wobei, so schlecht stehe ich gar nicht. Stay on target. Eben. Rein da. Ich meine, ich kann die nächste Runde eh wieder rausdashen, von daher scheiß drauf. Jetzt dasht Celeste da durch. Ich verstehe nicht, was sie tut. Verstehst du das? Nee. Okay. Ich glaube, ich bin tot. Macht 35 und dann nochmal 36 oder sowas. Ja, ist es. Okay, 44 und 35 oder sowas. Überlebst du noch. Die geht nicht mal auf mich anscheinend. Oder? Kann sie das Ding noch umschießen? Nee, kann sie nicht. Hm. Und er läuft nicht nach oben. Jetzt bin ich tot. Ach, du kannst nicht mehr ausweichen. Ne. Ha, Moment. Ich kann dich retten. Ich kann den Schuss von Grey blocken. Bodyblock. Auf Doom. Und Dingens kann ich nur andashen. Du müsstest aber in dein Ding rein. Das ist eine interessante Variante. Bist du nicht ausgewichen sogar? Anstatt da irgendwas zu machen. Ah, da ist Helio. Der ist auch ausgewichen. Heilung. Three turns left. Da ich nicht mehr ausweichen kann, hau ich mal einfach zu, ne? Weil wegwerfen nützt nichts, sie wird wahrscheinlich eh sterben. Kannst du hier Jo angreifen vielleicht? Könnte ich ja. Weil ich denke, sie wird eh sterben, weil Lockwood und ich sie angreifen. Ja, das ist glaube ich besser, wenn du hier Jo angreifst. Dann könntest du bei 3 stehen nach der Runde. Oder du überlebst vielleicht sogar. Mal sehen, ob noch jemand auf dich schießen kann. Ja. Gehst mir auf den Keks. Cool. Lass du da rein. Nice. 3-2 steht sogar. Ja, sag mal, wenn du überleben kannst. Kann ich getroffen werden? Wahrscheinlich, ich sollte mich heilen. Moment, hat Grey ihre Dingens noch? Grey hat ihre Drohne noch, mit der kannst du getroffen werden. Aber ich glaube, direkt könnte es gerade knapp werden. Ich möchte das. Den Boost haben. Dash away. Diese Ulti? Achso, Nix wird wahrscheinlich wieder Ulti haben, ja. Aber du kannst nicht dashen und ich auch nicht. Wie soll ich denn dashen? Achso, ich hatte meinen Kettle noch gehabt. Nix hat keine Ulti. Jetzt hat er Ulti. Jetzt hat er Ulti. Aber das wäre Quatsch gewesen, wenn wir jetzt gerade eben gedasht hätten. One turn remaining.
Aber du kannst eh nicht dashen, ne? Ich kann nur eine Runde ausweichen. Nur die Frage, wohin? Wollen wir jetzt alle ausweichen? Wenn du ausweichen möchtest, dann... Ja, aber ich kann nicht ewig weit ausweichen, das ist ein bisschen das Problem. I'll rip them apart. Frage, ob es... Don't die! Ich kann's versuchen, aber... Mehr als 10 Schild kann ich mir nicht geben. Ja, und er wird rein ulten mit seinem Mate. You feel safe behind that wall? You shouldn't. Ha! Reichweite reicht nicht. Sehr schön. Er hat gesagt, dash away, what the fuck? Ach Gott. Hat sie gemeint, ich soll in da rein dashen und nicht wegdashen. Hätte man vielleicht auch so ausdrücken müssen. Ja, vielleicht schlau gewesen, vor dich zu dashen, um den Schuss zu fangen. Hätte ich nämlich wahrscheinlich noch überlebt. Naja. Dash away to her. What? Accept your fate. Root them out. Nix ist irgendwo hier oben. Ja, das Problem ist, dass ich nicht mehr so wahnsinnig viel Lebensenergie habe. Entweder weiche ich jetzt aus. Oder ich der Shrine. Er hat jetzt den Black Hole gerade drauf, das wäre doof. Die nächste Runde holt die. Go for nix. Okay, dann go for nix. Sehe mich in der Treffer, wo ich ihn sehe. Ich treffe ihn. Ich dash genau durch. Sieht das aus? Tja, sie hat noch 21. wir brauchen eine Ulti. Ich weiß. Ich kriege mich auch genauso reingestellt. Ich komme nicht mal an irgendwas ran. Ich kann nur Richtung nix laufen und hoffen, dass ich das noch überlebe. Auch wenn ich die Might noch habe, nützt das nix. Außerdem werden sie wahrscheinlich jetzt nix saven oder nächste Runde saven. Gonna give you some improvement. Ja, war klar. Wir müssen jetzt durch 60 Schild durchkommen, wenn wir das gewinnen wollen. Er ist sowieso tot. Die haben ja gesehen, wo er hingedasht ist. Und wir sind wahrscheinlich auch noch 2 tot von uns oder so. Don't be a stranger. Ja, aber ich glaube trotzdem noch gut. Aber ist da unten. Ja. Schade. Ich hab's noch gewinnen können, ja. Aber ich bin gelaufen. Hab nicht dran gedacht. Aber wenn mir halt jemand sagt Dash Away, gehe ich davon aus Dash Away und nicht Dash in den Weg. ja, danke schön. Report Player, Verbal Harassment, Submit. Oh, die Erfahrungsleisten sehen jetzt auch anders aus. Ja, ja. Und es gibt noch deutlich längere Animationen, die dauern. Sind noch voll anstrengend. Ja gut, das war's dann heute wieder mit dem Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß, auch wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist. Tschüss. Auf Wiedersehen.